Hallo und herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Wir sind im 31. Tag, 2.33 Uhr. Und ja, ich höre schon wieder klammheimlich Zombies. Wir hatten ja nun die letzte Folge massig an Zombies. Da ist einer der letzten von der letzten Folge. Und ich höre da immer noch welche. Laden wir gleich mal die Waffe nach. Also normalerweise habe ich wirklich gedacht, ich könnte in die Stadt gehen, aber jetzt haben wir ja nur noch... Wir haben ja nur 24 Schuss. Ich habe mal soeben fast 60 Schuss verballert. Das ist natürlich heftig, ne? So, ich wollte noch hier für die... Shotgun, auch wenn wir jetzt keine haben, aber wenn wir mal eine haben sollten. Dafür würde ich jetzt schon mal gleich Munition. Geht gar nicht. Na ja, gut, aber wir haben ja immer noch das. Hier haben wir noch LED. Das brauchen wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall viel Munition. Sehr viel. So, denn... Wo haben wir denn das Potassium? Potassium. Wo haben wir denn das? Haben wir das alles verbraten? Ich überlege gerade, ob wir uns hier auch ein Spotlight bauen. Wir haben ja so viel Batterien hier, die wir eh nicht fürs Minibike benutzen. Spotlight. Können wir uns zwei herstellen? Na ja, gut, dann eben so rum. Dass wir uns das hier mal alles ein bisschen ausleuchten. Und vielleicht sollten wir uns das wirklich auch aufs Dach packen. Achso, die haben wir alle weg. Na ja, gut. Dann bauen wir uns das hier nämlich irgendwie so. Und sollten wir nochmal ein paar Batterien finden oder sowas, dann können wir das nämlich hier auch auf diesen Schornstein. Also im Grunde genommen, dass in jede Richtung die Sache ausgeleuchtet ist. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich es mir jetzt denke. Ich glaube, eigentlich wäre besser in die Richtung erstmal. Ne? Ach, guck mal, so schräg geht auch. Das wäre ja auch nicht schlecht, ne? Ja, aber so viel Batterien kriegen wir bestimmt nie ran. Jetzt ist dem wieder kalt. Ich fass das nicht. Aber das finde ich gar nicht schlecht. Das machen wir so. Wir machen hier im Grunde genommen einen Kranz aus Spotlights. Nein. Nee. Oder? Warum ist das jetzt runtergefallen? Nee. Das ge... Ach, nee, oder?
Nee, komm. Das ist ein schlechter Scherz. Oh nein. Also jetzt bin ich echt schon wieder, oder? Es sah gerade so gut aus, oder? Naja, gut. So vernichtet man halt auch Batterien. Jetzt habe ich hier Bienen? Wieso habe ich jetzt hier auf einmal Bienen? Ach, das sind noch die Bienen von der Horde. Und da oben watschelt ein Bär. Gut, aber wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal wieder Blei. Sonst klappt das hier alles gar nicht. Wir haben ja hier irgendwo die Höhle gehabt, bin ich der Meinung. Und wir machen mal wieder Pfeil und Bogen. Da. Das mit dem Spotlight, das ist genauso ärgerlich jetzt wieder gerade wie so ein Tod irgendwie. Da komme ich wieder nicht drum rum. Das ist nervig, sowas. Wo sind denn die Höhlen? So, noch ein bisschen weiter da in die Richtung. Und dann da oben. Du hast mich gesehen? Der hatte wohl richtig ein Auge auf mich. Sonst hätte er mich bestimmt nie gesehen. Ja, ja. Du warst das Letzte, was du gesehen hast. Mann, ich höre ja nur noch überall Geräusche. Ist ja... Nein, nein, nein! Ach, hör doch auf! Bist doch gar nicht so sportlich. Man muss sich natürlich die Region jetzt wirklich sich auch irgendwie sich freikämpfen erstmal wieder. Dass die ganzen Zombies hier mal weg sind. Das nehmen wir mal mit. Ja, nehmen wir meinetwegen auch mit. So, und jetzt aber ab in die Höhle. Wir brauchen Potassium, um Schießpulver herzustellen. Und wir brauchen Blei. Oh, warte. Wollen wir wirklich hier rein? Da läuft er. Na gut, der Schuss ging daneben. Und immer wieder, wenn ich ihn verschieße, gehe ich ein Level hoch. Das ist ja toll. Sag mal. Ja, siehst du, du hast mir auch Aua gemacht. Jetzt aber ganz schnell eine Bandage. Junge, 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 Junge. Und wir haben kein First Aid Kit jetzt bei.
Ja, ich glaube, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück und holen uns ein First Aid Kit. Das ist ja echt nicht mehr witzig, ey. Das haben wir jetzt auch schon mal. Dann können wir auf jeden Fall für die Shotgun noch ein bisschen Moon herstellen. Und wir wollten ein First Aid Kit nehmen. Hätte ich bloß die Batterien drinne gelassen. Ah, da denkt man, man macht sich das schick. Da alles schön beleuchtet in alle Himmelsrichtungen und dann bam, fällt ein das alles zusammen. So, hier in die Höhle will ich rein. Ich höre zwar jetzt schon wieder Zombies, aber ich lasse das jetzt. Das ist, es gibt Wichtigeres. Gut, zu den wichtigen Sachen gehörte jetzt Eisen eigentlich nicht wirklich, aber was wir haben, haben wir. Da. Wie, so wenig LED? 10 Stück kriege ich da nur raus? Das ist ja gar nichts. Sache. Na gut, ist nicht viel. So, wo haben wir denn mal? Das war so klar, dass das runterfällt, ne? Und wir sind schon wieder voll. Gut, dann schmeißen wir die Glasflasche mal raus. Und das können wir hier auch mal umwandeln von unserer super tollen Idee. Gut, das war's jetzt eigentlich. So, und Potassium brauchen wir. Dann kloppen wir uns hier mal das Potassium raus. Wir kriegen sogar mehr Potassium, als wir Blei rauskriegen. Aha. Das ist hier aber keine schöne Höhle irgendwie, ne? Ich habe ja Schiss, dass ich hier nicht mehr rauskomme. Wenn ich das kaputt kloppe, dann fällt wahrscheinlich die ganze Höhle zusammen. Was schon. Jetzt sind wir einmal im Kreis, glaube ich, gegangen, ne? Gut, wir haben jetzt Potassium.
Wir haben Kohle, daraus können wir jetzt uns das Power-Ding machen. 120, das ist eigentlich zu wenig. Wir wollen ja jetzt nicht permanent hier in die Höhle rennen. Naja, jetzt ist die. Ach, dass das Geklacke. Das Geklacke ist schon nervig, ne? Irgendwann ist es nervig. Nö. Geht nicht. So, was haben wir hier noch für eine Höhle? Hier kommen wir auf jeden Fall an die ran. Ach so, das ist die gleiche Höhle. Ah ja. Wo geht's hier lang? Hier sind auch noch schöne. Ach, hier waren wir auch schon. Mann, wir waren ja schon überall. Nur wissen es immer nicht. So, denn Power. Ja, jetzt. Das sieht gut aus. Da haben wir echt mal richtig viel Power. Müssen wir nur mal sehen, dass wir irgendwo wieder ein bisschen Kohle kriegen. Aber das sollten wir ja hinbekommen. Boah, das ist so laut, ne? Richtig nervig. So, ich will hier nicht wirklich um jeden Preis irgendwelche Rohstoffe. Das tue ich mir nicht an, aber so die Rohstoffe, die auf jeden Fall hier aus der Erde wachsen, die nehmen wir mit. Alle anderen Rohstoffe können uns egal sein. Ah ja, nee. Ich dachte jetzt gerade, da wäre ein Airdrop, aber ist nicht. Das ist so ein Turm, der da. Dieser Berg. Gut, dann haben wir das auch. Und ja, dann geht's immer richtig los mit Gunpower. Da können wir uns dann wenigstens mal die ein bisschen Moon wiederherstellen. Was haben wir denn hier? Aui. Echt schöne Rohstoffe, ne? Da kann man eigentlich nicht nein sagen. Wenn ich so lang laufe, ist doch alles gut, ne? Och, komm, das geht mir zu tief. Ne. Wir haben keinen Stoff bei, falls wir uns die Beine brechen sollten. Haben wir einfach nicht bei. Bin ich der Meinung? Ne, haben wir nicht. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Auf den Weg dahin. Können wir mal ein paar Zombies abschießen. Ein paar, ein. Aber immerhin. So, dann schmeißen wir das jetzt noch in die Forge alles rein und dann sind wir im Grunde genommen schon wieder fertig mit der Folge. Boah, das ist so laut, ne? Das gibt's einfach nicht.
Widerlich. Einfach widerlich. Ich glaube, ich muss den In-Game-Sound auch mal wieder kleiner stellen. Damit das nicht zu belästigend wird. Weil das ist wirklich zu laut. Das sehe ich ein. So. Patronenhülsen hatten wir jetzt gar nicht, ne? So, Patronenhülsen. Wir haben... Haben wir doch alles. Warum nicht? Was ist jetzt das Problem? Wie jetzt? Brauche ich dafür echt dieses Werkzeug oder was? Nein, oder? Also gut, da hat mir die 13.6 besser gefallen. Jetzt brauchen wir wieder so ein... Tja. Was machen wir denn jetzt? Wir konnten die doch bauen, ne? Ich doch... Natürlich konnten wir das bauen. Ja, gut, dann machen wir Shotgun-Muten. Acht Minuten? Haben sie die Rezeptur geändert, ne? Also wenn du kein Papier mehr hast, dann kannst du trotzdem jetzt noch die Shotgun Moon herstellen. Er frisst aber auch ordentlich. Gut. Ja, wir sind am Ende einer Folge mal wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir jetzt nicht so wirklich, weil... Das mit der 9mm hat ja noch nicht geklappt. Ja, werden wir einfach mal sehen, was wir in der nächsten Folge machen. Schaut einfach wieder vorbei, lasst einfach mal einen Kommi da. Und bevor ich es vergesse, weil ich habe es nämlich vergessen, dieses kleine Dorf heißt im Übrigen... Moment, was machen wir für ein Dorf? Ein Haus, ne? Heißt Sandkrug. Okay. Haben wir also auch gemacht in der Folge. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.